Ja, geben Sie mir doch bitte mal ein bisschen was Lustiges. Ja, vielleicht ein Putz-Blitz-Gespräch in das Stuttgarter Staatsministerium. Ja, 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 dieses schwäbische Landesbeamtenpensionat, ja. Ja, richtig, das Versuchsklinikum für bürokratische Darmverschlingungen. Ja, ja. Gut, jetzt läutet sie einfach einmal nieber. Ja, ja, irgend so ein Nachtgespenst wird dort schon noch wach sein. Ja. Sie, vielleicht hockt sogar der Opa Filbinger noch unterm Stuhl vom Ministerpräsidenten. Ha? Ah ja, der kann's doch nicht lassen. Ha? Ha? Sie, aber warum heißt das eigentlich Ministerium? Ach, im Ministerium steht halt die Minister rum. So, so, so ist es, ja. Ja, ich, jetzt, hallo, sind Sie nur da? Ja, ich hätte gern einen Herrn Lothar Späth gesprochen. Ja, ja. Ja, das glaube ich in eurem Verschwenderkloster, der Prior. Ja, ja, dem Bruder Lothar fehlen noch circa 60 Kilometer, dann ist er so weit gereist wie der Papst. Ja, aber bevor er Papst wird, bleibt er halt nach wie vor Prinz Lothar, der erste Spätbarock-Wanderprediger, gell? Ja, ja. Ja, jetzt sagen Sie mal, kann man den Herrn geschwind sprechen? Bitte? So, der Herr Späth ist auswärts. Ja, ich hab da was gehört vom Telegramm, ja, aber den Kerle kann schon nicht alles glauben, gell? Ja. Nämlich bei mir hat er sich nämlich nicht abgemeldet, nein. Der glaubt wohl, er kann sich von mir drücken, ha? Nein, nein, ja, wo steckt er denn, der Gewohnheitsglobetrotter? Wo, sagen Sie? In Saudi-Arabien. Ja, wie? Ich hab gedacht, der Herr Späth verbringt seinen Urlaub daheim. Ach so läuft es bei dir, Minister. Mach Urlaub zu Hause, da kannst du genesen. Ins Ausland per Dienstfahrt, da kriegst du auch noch Spesen. Ja, hallo. Hier ist der Karle Dipfele. Ist dort der Lothar Späth? Ja, guten Morgen, Herr Späth. Aber sage da mal, was treiben denn Sie im Orient? Suchen Sie dort den Aufschwung? Ah, bitte? Ach, Sie wollen bei den Arabern schwäbische Stechuhren einführen. So. Ja, praktisch sind sie schon, die Stechuhren. Ja, ja, speziell für Beamte. Ja, ja. Leicht unterm Stuhle anzusiedeln und 11,5 Stunden Stich ins Fiedle. Ich soll Ihnen noch Grüße ausrichten von den Stuttgarter, ja. Wenn Sie schon ein Telegramm schicken, dann machen die auch ein Sprichle, ja. Ein kleines Versle. Komm bald zurück, wenn möglich bald, sonst spaltet sie dich noch. Wenn möglich gleich, sonst spaltet sie dich noch als Scheich. Für so einen Posten wär's zu klein. Komm zurück in Villa Reitzenstein, dann wird aus unserem Lothar Spätle gar noch ein Kanzlerkandidätle. Ja, aber Herr Spätli, Entschuldigung, man kann sich ja mal versprechen, gell? Ah, ihr versteht das Späßli, gell? Jetzt, Entschuldigung, Herr Späth, hätten Sie mich gerade weiter verbinden? Ja, mit eurem scheinheiligen Stuhl in Bonn? Ja, ja, da müssen Sie aber auf die rechten Knöpfe jetzt drücken, ja? Die linken Knöpfe sind nämlich in Bonn aus der Leitung geflogen, ja, ja. Gut, Herr Späth, auf Wiedersehen und vergelt's Gott. Wiedersehen. Ja, es geht auf eure Kosten, ja, 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 ja. Ja, grüß Gott, Herr Kohl. Spreche ich mit dem Bundeskanzler? Ja, ich hab gemeint, Sie wären vielleicht bloß Azubi in der Schwarzbrennerei Strauß. Herr Kohl, hier ist der Karle Dipfele aus Konstanz. Ja, zurzeit Narrengastarbeiter in Stuttgart. Ja, ja. Was heißt da? Herr Kohl, aber jetzt muss ich schon bitte. Was heißt da, Stuttgart nie gehört? Mein lieber Herr Kaplan, Stuttgart gehört dann auch zu diesem, unserem Lande. Ja, freilich, ja, freilich. Ja, Herr Kohl, Stuttgart ist sozusagen der Rummelplatz der Stadtstreicher.
Ah ja, Herr Kohl, wissen Sie das noch nicht? Der Manfred Rommel ist neuerdings sogar Ehrendoktor und Schutzpatron der Stadtpenner. Ja, ja. Nein, das sind nicht die Beamten vom Rathaus. Nein. Aber was denken Sie? Aber der Rommel Manfred, der hat hier richtig Karriere gemacht. Jawohl, vom Stuttgarter Dorfältesten bis auf zum Büttenredner. Ja, ja, gratuliere, Herr Rommel. Ja, ja. Aber im Ernst, Herr Bundeskanzler, der Herr Rommel ist wiedergewählt worden mit fast 150%. Ja, ja, das lief nach dem Motto: Persil und Rommel bei der Stadt, da weiß man eben, was man hat. Übrigens, Herr Kohl, wenn ich geschwind fragen darf, sehen Sie auch das Programm da von S3? Da könnten Sie uns nämlich sehen, ja, das dritte Programm S3. Ach so, Sie haben das erste Programm eingeschaltet, ja. Ja, dort läuft ja im Augenblick noch die Vorschau auf den 6. März, ja, Götterdämmerung. Ja. Ja. Ja, und jetzt geht's auf in den Wahlkampf. Ja, die Grünen haben ja ein eigenes Reiseprogramm, gell? Ja, ja. Mit den Grünen auf dem roten Teppich eine Fahrt ins Blaue. Ja, ja. Ja, und die SPD hat halt ihren Zugvogel, gell? Aber die bräuchte halt, ja, statt mit Zugvogel ein richtiges Zugpferd, gell? Ja, ja. Ah, und CSU pflegt alte Bräuche und bringt den Strauß als Vogelscheuche. Ja, Herr Kohl, wenn es jetzt aber am 6. März zu keiner klaren Entscheidung kommt, was macht er denn? So, dann macht das Parlament einen Hammelsprung. Ah ja, Hammelhändler ja genug, gell? Ja, ja, ja. Aber Herr Kohl, jetzt die folgende Sage. Wenn aus Ihnen am 6. März in Bonn nichts wird, ja, theoretisch, Herr Kohl, theoretisch, wenn aus Ihnen am 6. März in Bonn nichts wird, dann haben Sie bestimmt in Stuttgart noch Aussicht auf einen höheren Führungsposten, ja? Ja, die suchen nämlich sehr dringend einen ständigen Führer durch das Stuttgarter Bibelmuseum. Ja. Herr Bundeskanzler, es hat mich gefreut. Ich empfehle mich aus Deutschlands letztem Zipfele, aus Konstanz in Altbaden, euer Karl Dipfele. Gute Nacht.